da kriegt man den ganzen Spaß eines Elektroautos mit. Dann hoffen wir auf jeden Fall auf gutes Wetter. Ich bedanke mich schon mal bei dir, Raphael. Ja? Und damit die jetzt da drinnen nicht weiter warten müssen, gehen wir mal rein und ihr seid mit dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ich bin der Steve und heute vom Beifahrersitz unterwegs gemeinsam mit dem Stefan. Hier, hallo. Und mit dem Daniel, sitzt da hinten auf den billigen Plätzen. Und was machen drei abgehalfterte E-Mobilisten gemeinsam in einem Kona bei so einem herrlichen Wetter? Ich zeig's euch mal. Ja, was macht man da wohl? Das Rätsels Lösung ist, wir fahren nach Oschersleben zur Rennstrecke, werden dort den Raphael de Mestre, den Organisator des Eco Grand Prix, treffen und werden ein paar Details besprechen. So, jetzt sind wir hier in Oschersleben an der Rennstrecke und bei mir ist der Raphael de Mestre, der Schirmherr, der Schöpfer dieses Eco Grand Prix. Hallo Raphael. Hallo. Sag mal, ganz kurz und knapp, wie kommt man auf so eine Idee? Du bist zweimal um die Welt gefahren mit einem Tesla, richtig? Einmal mit dem Roadster, einmal mit Model S und hast gesagt, alleine fahren ist doof? Oder wie kommt man 24 Stunden rennen? Wenn man um die Welt fährt, dann denkt man sich, dass eben alle Leute Spaß haben. Und wenn man das organisiert, dann merkt man, dass es eben ein paar Probleme gibt. Und zwar 80 Tage Platz, Zeit zu haben oder so viel Geld auszugeben, ist nicht jedermanns Sache. Und da dachte ich mir, man macht ein anderes Format, wo man auch um etwas herum, also um die Rennstrecke, nicht um die Welt fährt. Mhm. Und eben dieses Langstreckenerlebnis mitbekommt und herausfindet, wo die Grenzen eines Elektroautos sind und wo man den anderen, die die Elektroautos nicht kennt, zeigt, dass die Grenzen eines Elektroautos viel, viel weiter weg sind, als die Leute immer alle erzählen. Super. Hier fahren gerade testweise ein paar Verbrenner, deswegen ist es ein bisschen laut. Hast du grob auf dem Schirm, wie viele Kilometer du schon rein elektrisch gefahren bist? Wie viele hunderttausend Millionen? Kannst du das sagen? Weißt du das ungefähr? 535.000, glaube ich. Hat dein Model S jetzt runter? Nee, mein Model S hat 415.000. Mein Roadster hat 125.000 ungefähr. Okay, ist schon mal eine Hausnummer, also du weißt, wovon du hier redest. Jo. Okay, und wir haben eine echt coole Ankündigung zu machen, denn die Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg ist Official Streaming Partner vom Eco Grand Prix und wir gehen jetzt hier gleich zur Besprechung rein, gucken, da ist Vorbesprechung, was wird alles passieren am Eco Grand Prix, wie wird es sich verhandeln und alles drum und dran, damit wir auch informiert sind. Und wir werden in Zusammenarbeit mit euren Regisseuren, mit der Rennleitung und alles drum und dran, dann hier 24 Stunden quasi vom Rennen live berichten, richtig? Genau. Super, das freut mich auf jeden Fall und die Interessengemeinschaft unterstützt natürlich auch im Gegenzug den Raphael sehr tatkräftig, darum sind wir auch mit bei dem Gespräch mit dabei, wenn es darum geht, Ordner zu finden. Wir werden ja auch, ihr braucht ja bei dem Rennen quasi auch Geschwindigkeitsmessungen, Kontrolleure, Ordner, so ein bisschen Check-ups, ein paar Leute, die so ein bisschen nach dem Rechten schauen, die ein bisschen die Koordination auch mit unterstützen. Und da werden wir euch auch tatkräftig mit unseren Mitgliedern unterstützen. Genau, das finde ich total super, weil ich habe da so Kleinigkeiten, auf die ich Wert lege, wie zum Beispiel, dass Elektroautos nur reinfahren dürfen hier auf den Parkplatz und die Verbrenner müssen draußen bleiben und warten und laufen. Und um das zu organisieren, braucht man eben Menschen und Helfer. Wir wollen hier den Elektroautos einen Ladepark auch geben, da hinten. Kannst du mal kurz an dem grünen Platz, da sollen alle Elektroautos hin. Und die können dann alle
Laden, da soll eben dann ein Aufpasser da sein, also im Grunde so ein Valet-Service. Ja, also im Prinzip auch so ein bisschen so ein Ladeservice, also quasi einer, der so ein bisschen guckt, dass dann alle richtig angeschlossen sind, dass alles gleichmäßig verteilt ist. Genau, und so. Genau, und da wir 24 Stunden haben, brauchen wir also Schichtdienste, brauchen wir eben Manpower, und es ist super, dass ihr euch da hält. Absolut. Vor allen Dingen auch fachspezifische Leute, also nicht irgendjemanden Aufpassern. Man kann natürlich jetzt irgendwo ins Internet gehen und sagen, ich brauche eine Hundertschaft von Aufpassern, die haben ja alle keine Ahnung. Und das Wichtigste ist zum Beispiel am Gate, muss derjenige ja auch sagen, das ist ein Elektroauto oder nicht. Und das letzte Mal habe ich hier einen Porsche Panamera gehabt, Plug-in-Hybrid, und er hat gesagt, ich bin elektrisch, ich darf hier rein, und er hat einen riesen Terz gemacht, und ich habe gesagt, tut mir leid, du bist Hybrid. Das musst du lernen. Hybrid ist nicht 100% elektrisch, und vor allen Dingen... Also ganz, ganz klar gesagt, es geht hier auf dem Platz, dürfen dann nur 100% elektrische Fahrzeuge. Ja. Okay. Wasserstoff? Nein. Okay. Nur, dass wir es angesprochen haben, völlig wertungsfrei. wir werden natürlich auch mit unseren Mitgliedern, mit unseren Fahrzeugen auch tatkräftig unterstützen, denn es wird hier auch für die Besucher die Möglichkeit geben, Elektroautos live mitzufahren, zu testen, anzuschauen und sich bei den Fahrern zu informieren über deren Gegebenheiten, wie kommen die im Alltag damit klar, ne? Richtig? Genau. Und da werden wir auch ganz, ganz viele Elektrofahrzeuge anbieten und eine bunte Palette. Genau, und das Spannende ist, wir werden hier die Elektroautos alle aufstellen, und da hinten, da ist eine Strecke, eine Kartstrecke, und da können die alle dann testfahren. Also im Grunde parallel zum Rennen kann man tatsächlich hier auf einer echten Kartrennstrecke testfahren. Mit vielen Kurven, und da kriegt man den ganzen Spaß eines Elektroautos mit. Dann hoffen wir auf jeden Fall auf gutes Wetter. Ich bedanke mich schon mal bei dir, Raphael. Ja? Und damit die jetzt da drinnen nicht weiter warten müssen, gehen wir mal rein